So. Wo muss ich denn hin? Was muss ich denn machen? Bin ich denn gerade dran? Brüche gemacht. Brüche gemacht, lange Finger. Was ist denn da unten? Spring mal runter. War wieder ein schneller Sturz. Ah. Blake? Okay, und jetzt soll ich einfach wieder hoch. Interessant. Sehr, sehr interessant. Hey, Arschloch. Viele Grüße von Chloe. Du bist tot. Mit denen nicht. Viele Grüße von Chloe, die wollte doch. War doch gut. Also sowas. Guter Becher. So, hier speichere ich auch nochmal. Wegen der Hauptmänner. Ich habe mich um Chloes ausstehende Schulden gekümmert. Red? Oder sollte ich ihn jetzt lieber Crazy Red nennen? Egal. Auf jeden Fall hat er mir Chloes ausstehende Schulden bezahlt. Ich finde es auch gut, dass Red jetzt Blakes Posten übernommen hat. Ich konnte Blake sowieso nie leiden. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Gute Arbeit. Gern geschehen. Mit dir kann man gut zusammenarbeiten. Jemanden mit deiner Erfahrung und deinem Fingerspitzengefühl könnten wir hier im Lager wirklich gut gebrauchen. Ach, leider. Mad Bobs schon woanders unterschrieben. Sehr gut. Wir brauchen das Metall dringend. Hier, hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. Zeichne mich ernsthaft erstaunt. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Du hast dich um alle Hauptmänner gekümmert. Damit hast du mir die größten Probleme von der Brust genommen. Vielen Dank dafür. Und meine Dankbarkeit äußert sich normalerweise in Form von Elixit. In deinem Fall allerdings erinnere ich mich an die Geschichte mit Iron Madison. Was nichts anderes bedeutet, als dass du rein gar nichts von mir bekommst. Denn ich muss die Kohle investieren, um einen passenden Ersatz zu finden. Gib mir wenigstens einen Teil der Splitter. Hast du denn auch nur einen Teil von ihr am Leben gelassen? Nein. Also jammere nicht rum. Boah, naja. Da war technischer Vorsprung. Puh, laufen muss ich. Die Füße in die Hand. Achso, ich kann investieren, ne? Oh, 20 habe ich sogar. Ja, Intelligenz brauche ich. Hier, wo sind wir denn? Ich brauche ja auf jeden Fall hier die Magie, die muss ja viel stärker werden. Gerissenheit ist das. Mana, Intelligenz. Also Gerissenheit und Mana. Ich mache erstmal Gerissenheit hoch.
Nahkampfwaffen plus 50. Wow. Gerissenheit. Gerissenheit. Ich da mal einfach hoch. Ja, warum nicht? Übernehmen. Da läuft irgend so ein Wüstenfuchsvieh. Kann man schön wegbleiben. Geht's denn dahin? Ist wahrscheinlich nicht so viel zu holen. Also dann gar nichts. Schnell wieder raus. Ach, da gehört noch ein Vieh. Ja, guck mal hier, du kannst dich hier mit den Spinnen da vergnügen. Die sind ein bisschen wild. Pitsche, patsche, pitsche, patsche. Was habe ich hier? Metallschrott, ja. Verlangsamt werden, das ist ein bisschen blöd. Oh. Konnte mir auch noch Schaden zufügen vor seinem Ende. Zauber nicht gezogen. Da probiere ich hier zu kämpfen. Das ist natürlich ja mal nix. Oh shit. Das sieht man ja gar nicht. Ach, Mann. Zum Glück sind die langsam. Ja.
Was soll ich jetzt hier? Ja, der Outlaw ist tot. Schön in der Mittagshitze. Schlafen. Achso, ich kann natürlich auch direkt mal gucken, wo das ist. Oh, okay. Mal langfingern. Was soll der Unfug? Wow. Ich wollte mit der reden, nicht der Clown. Hier sehr ernsthaft warten, bis sie zu Ende getanzt hat. Entweder du hältst jetzt sofort die Klappe, oder ich bringe dich zum Schweigen. Nein, das geht nicht. Die Leute müssen es erfahren. Wir müssen handeln. Verdammte Scheiße, jetzt reicht es. Du wirst mich noch kennenlernen. Verschwinde, aber sofort. Du hast Kit getötet. Ganz richtig. Wenn du nicht gleich weg bist, ich hatte keine andere Wahl. Und wenn du mitbekommen hast, warum, jetzt dann solltest du unbedingt die Schnauze halten. Sonst passiert mit dir das Gleiche. Alles klar? Endlich hast du's begriffen. Du hast hier keinen Zutritt. Kluge Entscheidung. What the fuck? Habt ihr mit dem geredet? Ich bin immer am Tanzen und schlafe hier immer bis zur Mitternacht. Dazu gucken? Warum kann ich nicht in mein Logbuch gucken, wenn ich sitze? Was ist das denn? Das bringt irgendwie nichts. Richtig reines Zeug gestohlen. Ich soll herausfinden, wer das Schwein ist. Dafür gab er mir einen Tipp mit Vergnügen. Jemand, das unter die Leute gebracht hat, dann dort. Such jemand anderes zum Reden. Ich kann jetzt nicht. Wie ist denn die eine? Du hast es nötig, was? Mach das ja nicht nochmal. Jetzt besser für dich. Mach das ja nicht nochmal. Rauschmeißer kriegt seinen Tanz hier. Geh lieber. Besser für dich. Raus hier. Kluge Entscheidung. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ist hier oben noch was? Nee. Vielleicht muss ich wirklich noch eine andere Tageszeit auswählen. Machen wir morgens. Oh. Iron Madison ist tot. Dann hat sie also endlich ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen. Wenn du wüsstest, wie viele Leute sie erschlagen hat. Es ist gut, dass ich ihre hässliche Fratze nicht mehr sehen muss. Jetzt steht Liam und mir nichts mehr im Weg. Danke, dass du uns geholfen hast. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass du keine Splitter wolltest. Ich muss jetzt zu ihm. Bis später.
Das hast du sicher nur in den falschen Hals bekommen. Junge Dame. Bleib's mal ganz schnell hier. Wegen der Gerüchte. Denk dran. Alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Hast du etwas über geklaute Stims gehört? Du meinst den Diebstahl? Kann ich mir das nicht sagen? Ich habe dir doch auch geholfen. Nein. Wow. Ich glaube nicht. Denk noch mal scharf nach. Lass mich mal überlegen. Ja, doch, da fällt mir was ein. Ich glaube, ich habe eine Idee, wer für den Diebstahl bei Doc verantwortlich sein könnte. Ich höre. Scrappy. Von dem habe ich mal welche gekauft. Das Zeug ist zu gut gewesen, um von einem Müllsammler selbst hergestellt worden zu sein. Wo finde ich ihn? Unterhalb der Schlucht. Dort, wo wir unseren ganzen Müll hinschmeißen. Alles klar. Sei lieber still. Okay, bin ich still. Gott, ist das weit weg? Nee, ist direkt hier. Ne? Ein Schritt weiter. Rippy. Was hat der denn da liegen? Hast du vielleicht was zu fressen für mich? Bestimmt. Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest. Hier. Danke, mein Freund. Das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Wovon ernährst du dich hier? Na, rate mal, Jungchen, von dem Müll, den die feinen Herren oben im Fort hier runterschmeißen. Meistens lässt es sich davon ganz gut leben. Und wenn sich mal was Brauchbares findet, das man nicht essen kann, dann tausche ich es ein. Ich handle regelmäßig mit Ryder. Der lebt auch hier draußen. Da er Jäger ist, gibt es auch für mich ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch auf den Teller. Da fällt mir ein, er bekommt noch etwas von mir. Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Wer ist Ryder? Hab ich doch schon gesagt. Er ist ein Jäger, der hier draußen jagt. Ich handle mit ihm. Meistens weggeworfene Stims gegen Fleisch. Manchmal auch anderen Müll, den ich hier finde und den er zu Kohle machen könnte. Falls du ihn suchst, du findest ihn südlich von hier. Er hat dort irgendwo sein Jagdrevier. Ich gehe für dich zu Ryder. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich bin froh für jeden Gang, den ich nicht machen muss. So eine Wanderung durch die Wüste ist nichts mehr für mich. Ja, nimm die Bezahlung für Ryder und bring mir mein Fleisch. Dann bekommst du deine Belohnung. Cindy hat dich verraten. Du stiehlst aus dem Fort. Natürlich stehle ich aus dem Fort. Viel zu handeln kann man aus dem Schrotthaufen nicht herausholen. Vermutlich redest du von dem Diebstahl bei Doc, richtig? Ja. Das musst du verstehen, Junge. Manchmal findet man schöne Sachen in dem Müll, aber manchmal eben auch nicht. Da muss der alte Scrappy eben erfinderisch werden. Es kann doch niemand von einem alten Mann erwarten, alleine von Müll zu leben. Stiehlst du öfter aus dem Fort? Hin und wieder. Ich schäme mich nicht dafür. Die Jungspunde da oben haben eh schon genug. Da können sie dem alten Scrappy ruhig mal etwas abgeben. Du solltest dem Doc seine Stims zurückgeben. Und verrätst du mir auch, warum ich das tun sollte, Junge? Ich bezahle dir die Stems. Na, wenn das so ist. Hier, bitte. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen, der Herr. Ende ist auch Bodengang für Ryder. Können wir direkt anhängen.
Wo ist das? Da hinten. Scheiße, hab ich mir erschrocken. Boah, bleib ich schön hier oben, ey. Wahnsinn. Also, man sollte wenigstens Flugzeuge sehen oder irgendwas. Scheiße. Diese verfluchten Schakale, dauernd tauchen hier neu auf. Manchmal könnte man glauben, dass sie es riechen können, dass ich ihre Familien getötet habe. Du tötest Schakalfamilien? Natürlich töte ich sie. Ich bin schließlich Jäger. Aber ich jage nicht nur Schakale. Ich jage alles, was lebt und dessen Fleisch man verkaufen kann. Gehörst du zum Fort? Nicht direkt. Ich würde mich als Outlaw im ursprünglichen Sinne bezeichnen. Fressen oder gefressen werden, um mehr geht es hier draußen nicht. Ich lebe lieber hier draußen zwischen den Schakalen, als da oben im Fort und lasse mich den ganzen Tag voll schwatzen. Die Outlaws im Fort behaupten, frei zu sein. Die Wildnis und die Jagd ist der wahre Kern der Freiheit. Lass dir das gesagt sein. Scrappy schickt mich. Ich habe deine Bezahlung. Ah, sehr gut. Vielen Dank. Auf den alten Scrappy ist einfach immer Verlass. Hier, das ist für dich. Du sollst schließlich auch nicht mit leeren Händen dastehen. Hier, tu mir den Gefallen und bring den Deal zwischen mir und Scrappy in trockene Tücher. Bring ihm diese Fleischstücke. Die stehen ihm noch zu. Super. Einmal zurück. Oh, wenn man noch mal Auto fahren könnte. Da hinten ist er schon. Das abgeben, das andere abgeben. Trink mal so ein Schnäpschen. In meinem Kopf einfach. Echos der Vergangenheit. Wo ist er? Ich habe dein Fleisch von Ryder dabei. Ah, endlich. Her damit. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon darauf warte. Das sollte mich die nächsten Wochen erstmal überzeugen. Wie will er das denn hier lagern? Wird das Zeug nicht schlecht? Ja. Ich habe da so meine Methoden, das Fleisch frisch zu halten. Dann sag mir mal, was du als Belohnung haben möchtest. Ich hätte hier eine alte Waffe. Stims oder meine letzten paar Splitter, wenn du darauf bestehst. Ach, der braucht mir nichts geben. Eine neue Waffe kann nicht schaden. Kein Problem. Hier, nimm. Naja. Konnte ich nicht wählen, dann... Dann halt so.
Einmal hier hin. Zum Dock. Ja, nur 250 Waffen. Die beiden bewachen einfach immer noch das, den leeren Sessel da. Hast du es schon gehört? Weg. Ich habe deine Stims. Der Doc dankt. Wieso soll man dem 10 Splitter zum Heilen geben, wenn man sich da ins Bett legen kann? Der Doc kann dir auch mehr verkaufen, falls du auf den Geschmack gekommen sein solltest. Willst du gar nicht wissen, wer deine Stims hatte? Nein, das interessiert mich nicht. Ich werde dauernd beklaut. Sie stehlen und sie klauen. Wenn ich etwas dagegen tun würde, dann hätte ich bald keine Kunden mehr. Wichtig ist nur, dass du jetzt bei mir kaufen kannst. So viel du willst. Wann immer du willst. Okay, das war das. Und der letzte technische Vorsprung. So, letzte Quest hier in Tavar erstmal. Hast du danach gesucht? Zeig mal her. Ja, ich denke, das dürfte es sein, was meinen Käufer interessiert. Ich selber habe zwar keinen blassen Schimmer, was genau darin beschrieben ist, aber das muss ich ja auch nicht. Du wartest sicher auf das Elixit? Korrekt. Den Großteil der Summe werde ich erst nach Abschluss des Deals bekommen. Aber unser gemeinsamer Freund war so großzügig, mir eine hohe Summe vorzuschießen. Und genau die hole ich dir jetzt. Du hast die Splitter nicht dabei? Natürlich nicht. Denkst du, so eine Summe schleppe ich die ganze Zeit mit mir herum? So dumm und lebensmüde bin ich nicht. Außerdem sagte ich dir bereits, dass du mir vertrauen kannst. Wenn du nicht warten willst, begleite mich einfach zu meinem Versteck. Na, ich... Du wirst... Nachricht an Vance. Was wartet denn jetzt? Bring Bill um. Lade ich noch mal schnell. Dann rede ich einmal mit ihm. Hast du Bill angegriffen? Darum. Ach ja. Schönen Gruß vom Müllbaron. Was erzählst du da? Hör mal, Alter, tut mir ja leid, dass ich dein kleines Geschäft gestört habe. Aber wenn der Müllbaron mir sagt, bring den Typen um, dann mache ich das auch. Gib mir nur einen Grund, warum ich dich nicht auf der Stelle töten sollte. Hör mal, Arschloch, bist du taub? Ich habe doch gesagt, das war nicht meine Idee. Wenn du ein Problem damit hast, geh zum Müllbaron. Ich bin fertig hier. Boah. Ja, dann hau ich dir mal einfach so auf die Fresse. Mal gucken. Ha!
Versteck die Waffe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wurde bestohlen. Mein Versteck ist leer. Jeder Dieb hinterlässt Spuren. Finden wir sie. Das wird nicht nötig sein. Ich weiß, wer der Dieb ist. Man hat mir eine Nachricht hinterlassen und sie in meinem Versteck deponiert. Lies sie, wenn du Zeit hast. Allem Anschein nach hat der Müllbaron mit dir und mir noch eine Rechnung offen gehabt. Es wäre also das Beste, wenn du ihn ausquetschst. Ich werde mich ihm keine 5 Schritte nähern. Wenn du diese Zahlen liest, hat Vance es nicht geschafft, dich umzubringen. Du, Ratha, hast wohl gedacht, mir ist entgangen, was du in der letzten Zeit so getrieben hast und vor allem mit wem du dich eingelassen hast. Du treibst Geschäfte mit den Leuten, mit denen ich noch Rechnungen offen habe und niemand mischt sich in meine Angelegenheiten ein, egal, ob er davon weiß oder nicht. Da du allerdings meinen Überraschungsgast überwunden hast, lasse ich Gnade walten und erlaube dir, am Leben zu bleiben. Wie du weißt, musste ich ein paar Splitter aufwenden, um eben jenen Gast zu deinem wertlosen Arsch zu hetzen. Als kleine Entschädigung habe ich mir erlaubt, die Splitter einzubehalten, die in deinem erbärmlich ausgesuchten Versteck lagerten, der Müllbaron. Ja, nice. Ja, Quest bekommen? Ich nicht. Erst mal was trinken. Wo war denn der Müllbaum nochmal? Ja, da. Ah, stimmt, da hinten ist auch der Müllberg. Ob man da keine Quest kriegt, verstehe ich auch nicht. Was sollte die Sache mit Bill? Ah, du hast meine Nachricht erhalten und stellst jetzt die Preisfrage. Oder hat Bill etwa überlebt und dir meine Glückwunschkarte überreicht? Wie dem auch sei. Wenn ich mich recht erinnere, hast du mir anvertraut, dass William mich Mad Bob genannt hat. Er mag zwar seine Eier beim nächstbesten Pfandleiher abgegeben haben, aber dumm ist er nicht. Darum hat er dir auch sicher erzählt, mich nicht auf diesen Namen anzusprechen. Ich musste dir also auf diesem Weg klarmachen, was es bedeutet, mich so zu nennen. Da fällt es auch nicht weiter ins Gewicht, dass du mich bei der Sache mit der Schrottlieferung angelogen hast. Aber betrachten wir die Sache damit als erledigt. Man soll mir ja nicht nachsagen, ich wäre ungerecht zu meinen Freunden. Und ich gehe stark davon aus, dass wir zwei weiter Freunde bleiben wollen, nicht wahr? Okay, ich bin einfach angeklagt wegen irgendwelcher Verbrechen. Das ist hier sein Haus, der Tresor. Haust du wohl ab? Jetzt mach, dass du Land gewinnst. So, ich lade jetzt hier, lass den erschlagen, dann werde ich wenigstens nicht Verbrechen angeklagt. Fertig. So. Rede ich noch kurz mit dem. So, da krieg ich dafür noch was. So. Warum hast du... Deine... Ich... Okay, Spielstand speichern.